Sinussatz oder Cosinussatz? Diese Frage stellt sich ganz häufig. Was soll ich verwenden, wenn ich schon diese Formeln habe? Ja, so schauen die beiden Formeln aus und nur wenn man sie anschaut, erkennt man eigentlich schon, was man braucht. Wir haben nämlich hier auf dieser Seite drei verschiedene Seitenlängen, die in der Formel vorkommen. Das heißt, man könnte mit zwei bereits die dritte verwenden, aber es kommt auch noch ein Winkel dazu. Also haben wir drei Seiten und einen Winkel. Bei dem wissen wir ja, dass wir einen Bruch weglassen können, also haben wir mal zwei Seiten und zwei Winkel. Also zum Beispiel, wenn wir den rechten Teil weglassen, Alpha und Beta für zwei Winkel, A und B für zwei Seiten. Und dementsprechend kann man sich dann eigentlich schon immer anhand der Angabe von den gegebenen Größen herausfinden, welche Formel man anwenden will. Es sind zum Beispiel drei Seiten gegeben, ist klar, dass eigentlich nur der Kosinussatz in Frage kommt. Sind zwei Winkel gegeben, ja, dann sind wir eigentlich ziemlich sicher schon nur auf der Seite, dass wir einen Sinussatz brauchen. Schauen wir uns das Ganze in einem Beispiel mal an. Hier haben wir zwei Seiten und einen Winkel gegeben. Jetzt würde ja beides Sinn machen. Also wir können hier die dritte Seite berechnen und wir können natürlich, wenn wir einen Winkel haben, mit der gegenüberliegenden Seite arbeiten. Aber diese gegenüberliegende Seite ist nicht gegeben. Werde ich euch gleich nachher mal zeigen, wozu das führt. Als erstes liegt ziemlich nahe, dass wir wohl hier den Kosinussatz anwenden können, denn die gesuchte Seite A ist nicht gegeben, aber der Winkel Alpha, der zu der Seite A passt, der ist gegeben. Also können wir das Ganze mit dem Kosinussatz aufstellen und erhalten A gleich 3,58 cm. Wenn wir das Ganze versuchen täten, mit dem Sinussatz aufzulösen, haben wir zwei Unbekannte, denn die Seite A fehlt und wenn wir zum Beispiel Beta wollten, hätten wir zwar die 5 cm, aber dadurch haben wir zwei unterschiedliche Größen. Wir könnten auch Sinus Gamma da oben hinschreiben zu 3 cm. Das würde nichts daran ändern, dass zwei Unbekannte in einer Formel drin sind. Und das ist dann nicht mehr zu lösen. In dem Fall ist also aus der Angabe dann bereits ersichtlich, wir brauchen den Kosinussatz. Sinussatz, wenn wir aufstellen, müssen wir eben erkennen, mit zwei Unbekannten fällt der weg. Eine folgende Aufgabe, zwei Winkel und eine Seite. Ja, da ist klar, das hört sich nach Sinussatz an. Es ist zwar so, dass die Seite C zum gegenüberliegenden Winkel, also Sinus Gamma zu C, das fehlt, das Gamma. Aber dadurch, dass wir die Innenwinkelsumme im Dreieck immer bestimmen können, sind bei zwei Winkeln eigentlich immer drei gegeben in einem Dreieck. Wir müssen bloß die 180 Grad diese beiden Winkel abziehen. Und jetzt können wir den ganzen Sinussatz aufstellen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel Sinus Alpha zu A ist gleich und dann eben das Sinus Gamma zu C. Wir können natürlich auch Sinus Beta zu B berechnen. Aufpassen hier beim Auflösen. A auf die andere Seite multiplizieren und dann den Teil trennen. Am geschicktesten ist es immer noch über Kreuz zu multiplizieren. Dann kommt er am leichtesten voran bei solchen Bruchgleichungen wie dem Sinussatz. Wenn wir so eine Aufgabe haben, dass nur zwei Größen gegeben sind, dann sind wir eigentlich am Ende oder können wir eigentlich nichts weitermachen. Denn wir haben hier, das seht ihr ja, drei Seiten und einen Winkel drin und dabei bleibt, egal wie wir das Ganze einsetzen, immer zwei Unbekannte übrig. Genau das gleiche hier, zwei Seiten, zwei Winkel. Da fehlt eben noch eine Größe. Das heißt, entweder ist dieses Dreieck rechtwinklig, weil bei rechtwinkligen Dreieck brauchen wir ja bloß drei Größen, oder es ist noch eine dritte Größe in der Angabe. Das heißt, wir haben einfach nicht sauber gelesen oder versteckt in ein paar Worten steckt die dritte Angabe drin. Also bei zwei Größen, die gegeben sind, geht es eigentlich erstmal nicht. Das heißt, entweder anderes Dreieck suchen und dort weiterrechnen oder schauen, ob vielleicht nur irgendeine Größe noch nicht entdeckt worden ist. Oder die dritte Möglichkeit, dass das Dreieck am Ende doch rechtwinklig ist und wir es einfach übersehen haben.